Und damit herzlich willkommen zu Amnesia The Dark Descent. Bei der letzten Folge, oder beziehungsweise beim letzten Stream, ist einfach mal das Spiel abgeschmiert, weil wir einen Bohrer zusammensetzen wollten, der jetzt nicht mehr im Menü ist. Ich habe keine Ahnung warum, und wir sollten vielleicht mal unsere Öllampe wieder befüllen, damit wir da ein bisschen Licht haben. Frag mich nicht, warum ich... Er hat schon wieder was notiert. Warte, ich guck mal eben, was er notiert hat. Ah, die Dunkelheit im Lagerraum ist merkwürdig und unnatürlich. Hi, great, my friend, and welcome to the Let's Play Live Show. Hi, Flexi, nice dancing moves on Facebook. Yes! Celebrate good time. Ich habe heute übrigens eine Mütze auf, weil ich mir zu faul war, die Haare zu machen. Ich bin ja nicht im Schönheitswettbewerb. Ich bin ja hier auf Twitch. Also, frag es gar nicht. So, wo haben wir denn den Bohrer gefunden? Ich habe keine Ahnung, ich weiß es gar nicht mehr. Ich hoffe... Ah, hier ist nochmal eine Zünderbüchse. Die brauchen wir ja, um Lampen anzumachen. Und hier haben wir noch... Ah, ein Bohrer, ein Teil eines... Wer ist er denn? Helle Kerzen und Fackeln, was... Hellere Kerzen, was? Kerzen und Fackel zur Vermeidung und Verschlechterung gegen geistigen Zustand der Dunkel. Ja! Ich freue mich. Der stand ja gestern schon da, ne? Ist der jetzt weg? Er ist weg, Gott sei Dank. Wer auch immer das war, keine Ahnung. Wahrscheinlich der Keller-Klaus. Mach sein. Ich weiß, ich hab. Der ist auf jeden Fall da lang. Ich gehe mal wieder in die Richtung, wo wir gestern auch lang gegangen sind, nachdem der Stream dann abgeschmiert. Ich hoffe, es passiert heute nicht. Ich weiß es nicht. Wir müssen uns mal überraschen lassen. So. Ich gehe mit meiner Laterne und meine Laterne mit mir. Dort oben singen die Sterne. Ach, jetzt muss ich ernsthaft alles wieder neu machen. Okay, das hatten wir gestern schon gelesen, deswegen werde ich das jetzt nicht nochmal vorlesen. Im Übrigen, ich habe den Stream nochmal von YouTube nochmal rausgenommen, auf privat gestellt. Ich werde das nochmal in Einzelfolgen raushauen. Final Fantasy 15 Hype! Go Tuesday, yes! My, Post... Was heißt Postbote auf Englisch? Postbote? No, oder? I have the game now, not but my postman brings me today, not... Oh, my English is very well. Very, 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 very well. Nur ich finde die Wörter nicht so schnell. Wieso ist denn schon wieder die Laterne aus? Wir haben kein Öl mehr. Es wäre super, wenn ich Öl finden könnte. Und wir haben einen Teil vom Bohrer gefunden. Ich kann aber hier die Kerze anmachen. So. Einige Gegenstände können miteinander kombiniert werden. Ja, das wissen wir ja. Das haben wir ja gestern versucht. Und dann ist auf einmal urplötzlicherweise das Spiel abgeschmiert. Warum auch immer. Have to get out of here. Erinnert mich ein bisschen an Outlast. Da hat der eine ja auch hergerufen. Have to get out. Ich mach mal hier. Oh Gott. Hallo, mach die Kerze an. Ich würde gerne geistlich noch ein bisschen bei mir bleiben. Zünderbüchse aufgenommen. Hier ist die Kiste mit Öl. Hallo? Ah ja. I understand, Flex. Ah, cool. Nice, my friend. My postman is really stupid. It comes at Monday. Shit. When I have it, I have played it. But not, I stream it. Why I have, I risk no, for a ban. I have no risk it for a ban. Okay, wir haben Bohrerteile. Warte mal, wir haben zwei Bohrerteile. Nein. Du sollst es kombinieren. Das geht nicht. Wir brauchen noch ein Teil. Wo war denn das andere Teil nochmal? Ich hab's vergessen. Ich füll mal eben die Lampe auf. Wo war denn dieses... Ach, guck mal an. Da liegt noch eine Zünderbüchse. Hallo? Wo war denn das letzte Bohrerteil? War das hier? Na klar. Hau dir die Tür erstmal vom Kopf. Ah ja, hier lacht das Teil. Super, jetzt bin ich ja mal gespannt. Ich mach mal die Lampe aus. Ich versuche mal jetzt den Bohrer zu kombinieren. Mal gucken, ob das klappt.
funktioniert. Und das Spiel ist nicht abgestürzt. So, aber wo muss ich jetzt das Loch bohren? Hier vielleicht? Ich... Ah ja. Ich glaube, wir brauchen einen Eimer. Ich weiß noch nicht, wo wir den bekommen. Ich habe die Befürchtung, dass wir dahin müssen, wo der eine, der Killer-Klaus da langläuft. Alter, 11 Zuschauer, seid ihr wahnsinnig? Vielen lieben Dank. Willkommen. So. Ich sehe nichts mehr. Alter, mach das Licht an. Please. Es ist so dunkel. Und mir juckt das... Mir juckt das Ohr. Warte mal. Oh. So. Freunde. Freunde. Ich will hier gar nicht sein. Ich habe die Befürchtung, dass der Keller-Klaus... Wie viel haben wir denn von den Zünderbüchsen? 15 Stück. Da können wir ein bisschen mit rumprasen. Oder mit rumphasen. Was ist denn? Es lässt sich nicht bewegen. Schön. Und wo? Er hat wieder was. Er hat wieder was. Hallo? Er hat wieder irgendwas Intelligentes in seinem Momentus notiert. Einstürztrümmer verhindern ein weiteres Durchkommen im Lagerraum. Finde einen Weg hindurchzukommen. Vor allem finde einen Weg hindurchzukommen. Er notiert das so, als würde er mit uns sprechen. Aber wir... Ich... Ist egal. Vergiss es einfach. Maschinenteile. Wie kommen wir denn? Es lässt sich nicht bewegen. Schön. Okay, wie kommen wir denn dahin? Ich. Hm. Hier war ja. Genau, hier war nichts. Ich hoffe, die Laterne geht nicht aus. Ich gehe mit meiner Laterne. Ich mache hier mal alles an. Dann haben wir hier ein bisschen mehr Licht. Hier kommen wir wieder zurück, ne? Ich hoffe, ihr hört das auch mit Kopfhörer. Ist sehr eindrucksvoll. Das, ist hier irgendwo eine... Ah, hier. Wir brasen, wie gesagt, damit mal ein bisschen rum. Dann haben wir hier mal ein bisschen Licht. Wenn ich das mal so sagen darf. Ich könnte hier auch mal ein bisschen Licht gebrauchen. Wenn ich hier... Ah, hier. Weil wir werden ja so geistig ein bisschen Matsche, wenn wir nicht im Licht rumlaufen. Wie kommen wir denn da lang in den Maschinenraum? Ich habe keinen blassen Schimmer. Und wir brauchen einen Eimer. Hier war... Okay. A taste of fragrance. Mask of Rose. 11 Leute gucken mir gerade zu, wie ich durch den Raum laufe. Willkürlich. Uah. Willkürlich. Und ich weiß nicht, wo ich langlaufen soll, weil ich einfach erstens nicht sehe und zweitens weiß ich nicht, wo ich hin muss. Hm. Hier ist aber Licht. Hier bleibe ich. Und hier mache ich auch nochmal Licht an. So. Gucken wir nochmal. Ich kann die Fässer verschieben. Okay. Hier mache ich auch nochmal das Lämpchen an. Und die Tür war versperrt, ne? Hier ist eine Blutspur mit Knochen, die wir rumfliegen lassen können. Liegt hier irgendwas rum? Können wir hier vielleicht... Anscheinend nicht. Okay. Hier irgendwas am Stehen? Nein. Okay. Ich stehe auf der Kerze und meine Füße werden warm. Okay, wir gehen nochmal raus, gucken, ob wir irgendwo einen Eimer herbekommen. Vielleicht bringt uns ja der Eimer dann ein bisschen weiter. Müssen wir mal schauen. Der scheint aber weg zu sein, der Keller-Klaus, ne? Gehen wir mal in die hintere Halle.
Der dünne, kalte Nebel streifte sein Gesicht, als er hinaustrat. Das dunklere Londoner Wetter kann grausam sein, aber es war eine Art Grausamkeit, mit dem er leben konnte. Ah ja. So. So, hier wären wir wieder in dem bezauberhaften Ballsaal oder keine Ahnung, irgendeinem Raum. So. Da war der Fahrstuhl, da kommen wir eh nicht lang. Was ist denn hier oben? Im Studierzimmer. Er versuchte, die Teile zusammenzusetzen. Doch genau wie die Sanddünen verändern sich auch ihre Form, wenn man nicht hinsah. Wovon redet der Mann da? Oh, ich habe schon wieder dieses Ventilatorgeräusch auf den Ohren. Ich weiß nicht, woher es kommt. So. Vielleicht finden wir hier mal wieder ein bisschen Öl, damit ich hier... Öl? Öl? Damit wir... Hunde. Das sind die Resident Evil Gedächtnishunde. So, was haben wir hier? Oh Gott. An meinen treuesten Schüler und Freund Johann Weyer. Das bemerkenswerte Ereignis trug sich zu, als ich diesen Sommer durch die preußischen Wälder reiste. Ich fand endlich ein der Kugeln, nach denen ich 20 Jahre gesucht habe. Sie ist so unerklärlich wie der Heliodomus es im Hortus Contlius beschrieben hatte. Mein Gott, schwierige Wörter. Es war so, wie es erzählt wurde. Ein unterirdischen Miras-Tempel gekrönt mit einem unterirdischen Artefakt. Oder urirdischen Artefakt. Die Kugel war groß genug, um meine Hände aufzufüllen. Und sie war glatt und gezackt. Ihre Farbe war ausgewachsen und dennoch kräftig. Gegensätze reichen nicht aus, um ihren Wesen zu beschreiben. Es war eine absolute Unmöglichkeit, ein künstlerisches Paradoxon gefangen im Stein. Ich war in einem nahegelegenen Dorf namens Altstadt. Toller Name für ein kleines Dorf, untergebracht, während ich einen der alten Spuren erforschte, als ich endlich die Höhle fand. Ich trat ein und konnte plötzlich die wahre Existenz dieser rätselhaften Artefakte bestätigen. Es gibt sie wirklich. Wie du sicher verstehen kannst, ist dies die wichtigste Entdeckung meines Lebens, aber es ist auch zu meinem größten Furcht geworden. Als ich die unterirdischen Kammer betrat, konnte ich spüren, wie ich zur anderen Seite übertrat. Ich war neugierig und tat mein Bestes, um gegen diese Instinkte anzukämpfen und nahm dann die Kugel von ihrem Platz. Ich kroch aus der Kammer heraus in den Wald. Ich könnte fühlen, dass mich etwas verfolgte. Es bellte immer lauter, je näher es kam. Das Biest, der Wächter der Kugel, war unerbittlich in seiner Verfolgung. Ich schaffte es bis zur nahegelegenen Schlucht, wo ich auf einen Männer stieß, die im See angelten. Ich versuchte sie zu warnen, als ich an ihnen vorbeilief. Aber glücklicherweise beachteten sie mich nicht und ich setzte meine Flucht fort. Als ich das Echo ihrer Schmerzensschreie durch das Tal hallen hörte, fühlte ich eine riesige Erleichterung und glaubte, ich bleibe verschont. Plötzlich wurde ich von einem blauen Schimmerlicht eingehüllt und die Farben des Waldes verschwanden vor meinen Augen. Ich lief weiter durch die trostlose Umgebung. Die Bäume waren so schwarz wie Kohle und die Blätter wie aus Asche. Der Boden war mit trübem Wasser und die Blätter wie aus Asche. Mit Wasser bedeckt. So, Entschuldigung. Ich habe mich in der Zeile vertan. So, ich lief weiter über den durchweichten Boden, als glühende Asche vor mir aufkommenden Wind weggeweht wurde und es auf mich herabregnete. Ich konnte flehentliche Schreie in der Ferne hören und auch Schreie, als Schmerz und Angst mich überkam. Ich fiel keuchend zu Boden. Das muss sicher merkwürdig klingen, aber ich wurde mit meilenweit
über die Alpen hinweg bis zu einer Grabstrecke des Feldes hinter Gaenua getragen. Der Wächter hatte die Kugel von mir genommen, aber noch bis heute fürchtete ich seine Rückkehr. Manchmal liege ich nachts wach und höre die Schreie, die ich auch damals im Wald hörte. Inzwischen sind fast 10 Jahre vergangen und ich konnte bisher nicht über den Vorfall schreiben. Das letzte Mal, als wir miteinander sprachen, erzähltest du mir von deinem Interessen und deinen weiteren Forschungen an den mysteriösen Kugeln. Und mir wurde bewusst, dass ich dir die Wahrheit über meinen Besuch in Altstadt schuldete. Dein Freund und Mentor Heinrich Cornelius Agrippa. Hallo Popokop und willkommen zur Let's Play Live Show. Mein Gott, was ist eine spannende Geschichte. Okay, hier gibt's sonst nichts. Nur Bilder und Bücher, die wir nicht lesen können. So, von da sind wir gekommen. Hier waren wir auch noch nicht drin. Haben wir denn hier? Hier haben wir wieder eine Zünderbüchse. Wir werden schon wieder Matsche in der Birne, weil wir kein Licht haben. Ich könnte mal gut... Ah, hier. Oh, Licht. So. Okay. Eine Kiste. Vielleicht finden wir da... Nein, wir finden kein Öl. Ich sollte mit dem Öl mal ein bisschen sparsamer umgehen. Mit dem Öl. 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 Mit dem Öl. Naja, wer weiß. So. Dieser Flur hier sieht echt aus wie der Resident Evil 1 Gedächtnisflur mit den Hunden. Okay. Dann hau ich mit meinem Hämmerchen mein... Was denn? Was passiert denn hier? Das... War ich nicht. Ein Hundekopf, was passiert denn hier? Ah, Canis Lupus Familiaris, 12. April 1658. Nach einer kurzen Studie ist klar geworden, dass die Gemüsterregung des Menschen auch im Hunde gefunden werden kann. Furcht und Schmerz verursachen Stress, der eine innere Reaktion auszulösen scheint, die dem Tier schließlich eine immere, was immense Kraft gibt. Ich glaube, die Reaktion wird im Gehirn verursacht. Es ist schwer zu sagen, was genau es ist und wo es sich befindet. Aber ich kann es spüren. Ich bin der kosmischen Entstehung auf der Spur. Es gibt allerdings ein Problem beim Gewinn dieser Energie, da das Geschöpf während des Experiments stirbt. Ich muss die Prozesse der Qualen weiterentwickeln, um echte Arbeit zu ermöglichen. Es müssen mehr Experimente durchgeführt werden, aber es scheint, dass nur Menschen die notwendige Menge produzieren können. Vielleicht ist es ihre Fähigkeit, den Ernst des Prozesses zu verstehen, was dann ihr Gefühl von Terror steigert. Ich will gar nicht wissen, was sie hier geforscht haben. Um Gottes Willen, Hilfe. Ich nehme die Schaufel zur Sicherheit mit. Na? Wer hat Lust, eine Runde rumzuschaufeln? Hallo? Ich hau mit der Schaufel. Ich hau mit der Schaufel gegen harte Kerzen. Er hat hart gesagt, einfach so. So. Das ist Baron Oberfürst von Metternich wahrscheinlich. 9. Januar 1658. Weitere Enttäuschung. Die neuesten Erkenntnisse des Antiquars haben nichts gebracht. Ich bin noch immer nicht imstande, das innere Wesen des Lebens und seiner Zusammenhang mit der Energie zu fassen. Ich sollte mehr Bücher darüber lesen, aber ich vermute, dass es sinnlos ist. Da bisher keine Forschung dahingegen angestellt wurden, muss ich wohl selbst diese Lücke schließen. Natürlich verfügen Menschen über weitaus mehr von der Energie, die ich suche, aber ich hoffe, Tiere genügend auch. Die sind einfach zu beschaffen. Oder einfacher zu beschaffen. Alter. Der Mistsack. Alter. Erstmal weg mit dem Stuhl, den brauchen wir nicht mehr. Oh Gott, ich will gar nicht wissen, wie viel er hier rumgeforscht hat mit seinen Menschen. So. Ah ja, Zünderbüchse aufgenommen. Interessant. Warum denn eine Zünderbüchse in seinem...
Zünderbuchse, wollte ich jetzt gerade schon sagen. Ich habe auch so eine Zünderbuchse. Wenn ich hier weiter rumlaufe, ist meine Zünderbuchse gleich da. Let's see what you have to offer. What a mess. I should have sharpened the saw, but I can sense it. It's definitely there. Was? Jungchen 91? Huhu, ihr Lieben, Grüße von der Baustelle. Hallöchen, ihr beiden, willkommen. Schön, dass ihr beide eingeschaltet habt. Ja, von der Baustelle. Macht nicht so viel und macht nicht mehr so lang, meine Güte. Hier ist auch. Toll. Super. Die Kerze wertet den Raum jetzt unheimlich auf, muss ich sagen. Okay, hier ist auch schon wieder Baustelle. Er hat schon wieder irgendwas geschrieben. Finde im Studienzimmer einen anderen Weg um die Trümmer herum.